Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Folge Settlement Survival. Man sieht hier, ich habe hier auch den Tourismus mit drin. Das war ein kostenloses DLC. Jetzt schauen wir mal hier. Wie soll man gleich einmal die erste Frage, wie soll man unsere Stadt nennen? Ich ja mal sagen, Neuhausen machen wir einfach mal. Da mache ich jetzt einmal einfach Katastrophen. Können eine große, okay, kann man später noch machen. Okay. Sie drücken wir dreimal. 1, 2, 3. Größe der Karte Mittel. Machen wir alles. Lassen wir im Prinzip Standard, würde ich einmal so sagen. Und starten wir das Spiel. Und dann werden wir mal sehen, was hier los ist. Okay, muss ich mal oben links schauen. Das hier ist ein Jagdpunkt. Das ist sammelbares Saatgut. Ja, würde ich doch mal sagen, hier. Dann können wir auch angeln. Vielleicht. Die Überlebenden haben einen Ort gewählt, an dem sie sich niederlassen können. Aber es warten noch viele weitere Herausforderungen an sie. Okay. Okay. Da haben wir den Marktplatz. Da haben wir die Bauarbeiterhütte und da haben wir einen Lagerhof. Okay, errichte insgesamt 7 Häuser. Okay, da schauen wir jetzt einmal hier kurz rein. Ja, Holz haben wir, Bretter haben wir. Okay, dann geht es hier schon los. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, dass man hier so ein kleines Tutorial oben hat, dann muss ich mir nicht mehr alles genau überlegen. Also 7 Häuser. So, schauen wir mal, wie wir die am besten hier herstellen. Würde ich ja mal sagen, Eingang nach unten. Mal ein bisschen ran noch. Dass hier so ein Weg durchpasst. Okay, kann man von selber. Also 2, 3, 3. Dann machen wir hier oben die nächste Reihe. Und hier machen wir auch noch 1. Okay, und dann machen wir hier mal einen Weg. Okay, da brauchen wir für einen Feldweg brauchen wir nichts. Das ist gut. Bürger mit eigenem Haus erholen sich schneller. Ja, ist natürlich klar, dass wir hier Häuser für die Leute wollen. Okay, einige stehen immer noch rum. Die Annabelle. Und jetzt sehen wir mal, 30 Bürger sind obdachlos. Ja, das kann es natürlich nicht sein. Das ist klar. Das wollen wir natürlich nicht. Schau mal.
muss mich natürlich erst jetzt mit dem hier genau zurechtfinden. Erbsenhammer, Fischehammer, Kartoffeln. Okay, Kleidung haben wir auch. Werkzeuge brauchen wir später auch noch. Haushaltswaren, Brennstoff. Zum Beispiel Kartoffeln haben wir jede Menge. Okay, alles klar. Geben wir mal ein bisschen Stoff hier. Okay, das erste Haus ist fertig. Schauen wir es uns mal an. Brennstoffvorräte werden knapp. Okay, die lagern jetzt ihr Zeug hier ein, was sie hier brauchen. Okay, sieht man es ja, 8 Grad. Okay, jetzt haben sie alles. Jetzt haben sie auch Brennstoff geholt. Okay, wildes Gemüse, Zwiebel, Erbsen, Pilz. Alles klar. Und die nächsten auch schon. Und die holen natürlich auch die ganzen Sachen. Okay, befestigter Lagerhof, lagerbare Gegenstände. Ja, haben wir jetzt alles. Alles angekreuzt, haben wir auch keinen Grund, hier was rauszunehmen. Okay, 3 Häuser sind fertig. Okay, ist noch nicht so weit. 21 Obdachlose. Geburtsdaten der Bürger sperren. Todesdaten sperren. Nee, wir wollen alles sehen. Okay. Vielleicht könnte man noch ein paar weiter mehr holen. Hoffe natürlich, dass die Musik jetzt nicht zu laut ist. Tourismus, okay. So weit sind wir hier noch nicht. Okay, 18 noch. Befehl, Materialien auf dem Boden zu sammeln. Schau mal. Befehl. Okay. Okay, die Pflanzen sammeln. Steine. Ein paar Bäume fällen. Okay. Ein reisender Händler ist angekommen. Okay. Da werden wir aber jetzt nichts verkaufen. Passen denn hier 12 Leute rein? Also ich glaub's nicht. Da schauen wir mal jetzt hier. Pflanzen sammeln. Okay, da haben die jetzt hier schon anscheinend die ganzen Steine gesammelt.
Okay, und auch hier reingelegt. Kraut. Eisenerz. Sehr gut. Okay, und jetzt haben wir das hier fertig. Dann bekommen wir hier 900. 900 Silbermünzen haben wir jetzt. Okay, es fehlen aber hier noch 9, sind immer noch obdachlos. Ja, da müssen wir natürlich hier schauen, dass die auch noch ein Haus kriegen. Nee, das brechen wir mal ab. Das wollen wir hier die Straße weiter durchziehen. Beziehungsweise den Feldweg. Okay. Okay, die Kinder mit der Auswahl erst nach der Auswahl des Sorggutes, nur bei geeigneter Jahreszeit, also Landwirtschaft. Das wäre bei 2, da brauchen wir hier. Okay, ein Standortfeld. So, und jetzt müssen wir hier die Frucht noch. Okay. Ja, Wachstumstemperatur 1 bis 48. Das haben wir Kürbis. Und haben wir auch gleich 2 Landwirte zugewiesen. Das passt. Ackerlandrichtlinie, kannst du im Rathaus? Wo haben wir denn? Also wir haben ja noch kein Rathaus. Nee. Also jetzt haben wir noch 6 Leute obdachlos. Da haben wir immer nur 3 hier drin. Also werden wir noch ein Haus brauchen, denke ich mir mal. Genau, weil 3 brauchen wir noch. Oder ein Haus für 3 Leute. Okay. Dann fällen wir noch ein paar Bäume, Pflanzen sammeln und ein paar Steine gleich noch, dass uns das schon mal nicht ausgeht. Okay, da wird hier schon gesät. Sehr gut. Ach, 2 Standortfelder. Ah, ich sehe es jetzt erst. Das geht aber relativ zügig. Hier haben wir Kürbis. Platz wird aufgeräumt. Dann kommt das Ding hier noch weg.
hier weil wir dann den Winterkürbis. Okay. Jawohl. Klicke auf das Gebäude, um Gebäudemenü zu öffnen. Du kannst das Gebäude deaktivieren. Okay, Produktionen werden gestoppt. Ja. Arbeiterhütte. Braucht man nicht stoppen. Das kann man mal kurz stoppen und wieder aktivieren. Okay. Einen großen Brunnen. Also den großen Brunnen. Friedhof. Bei Ressourcen, denke ich mir mal. Großer Brunnen. Genau, schauen wir mal hier rein. Getränke, ja, ein bisschen Wasser haben wir noch. Okay, ja, da werden erst die Wege befestigt, wenn ein Gebäude da steht. Okay, und schon haben wir das erste Achievement. Clear Road. Und aus 50 Einzelteilen schon der Straße jetzt haben. Okay, April. Okay, Brennstoffvorräte werden knapp. Das ist natürlich schlecht. Jetzt schauen wir noch einmal kurz. Das ist Erz. Holz haben wir noch. Brett. Hartholz. Okay, wir haben kein Brennstoff in der Sägerei. Ja, da können wir jetzt einmal selber schauen, ob wir da drauf kommen. Sägerei! Aber hier lassen wir mal einen kleinen Zwischenraum. Okay, aber zumindest wird hier jetzt gesät. Reifegrad 19%. Okay, da tut sich noch nichts. Ja, aber ist ganz putzig bis jetzt, muss ich sagen. Mich jetzt mal interessieren, können wir auch irgendwie Eisenerz sammeln? Ja, anscheinend nicht. Jennifer ist nun ein Arbeiter. Okay, Pflanzen sammeln. Und dann sammeln wir gleich die restlichen Steine noch auf. Hier noch ein paar Bäume weg.
Mine gesammelt. Ja, so weit sind wir hier noch nicht. Technologiepunkte 5, Bergbau. Ja, könnte man doch eigentlich gleich einmal aktivieren. Ja, wie ich das so sehe. Oder schauen wir mal hier rein, wie es denn mit dem Eisenerz ausschaut. Erz. Okay, 100 haben wir noch. Ja. Okay. Lebensmittel. Okay. Die beiden bauen wir ja an. Gas, dass der Brunnen fertig wird. Okay. Pausieren nicht. Okay. 15 Wasser. 15 Wasser. Okay, da können wir dann mal das erweitern oder verbessern. Okay. Okay. Da müssen wir dann später mal schauen. Da schauen wir später mal. Und damit sind wir hier durch. Haben wir jetzt schon 2100. Kann der Ressourcentoolbar ausgewählt werden. Holzfällerlager hat eine höhere Effizienz in Wäldern. Okay, ein Holzfällerlager. Ressourcen. Holzfällerlager. Okay, fahren wir mal hier rein. War ein bisschen weit weg, aber dann braucht man hier den Wald nicht mehr per Hand fällen lassen. Und da geht es jetzt auch schon los, langsam aber sicher. Okay, wir haben überall zwei Landwirte drin. Und haben wir wieder einen neuen Mitarbeiter. Eschbur. So, dann schauen wir doch einmal jetzt zwischenzeitlich hier rein. Okay, Bäume ausblenden ist klar. Raster brauchen wir nicht. Geburtenrate. Okay, 24 Erwachsene, keine Schüler, 6 Kinder, 14 Arbeiter. Okay, da sehen wir es sogar. Okay, männlich 12, weiblich 18. Okay, alt haben wir keine, 6 Kinder, Zufriedenheit, Gesundheit, hier haben wir die Temperatur und das ist hier, das ja, grün denke ich mal, da wächst, das wird so eine Art Regenzeit sein, vermute ich mal, Fraktionen, okay. Da kann man dann auch was freischalten. Wie zum Beispiel den Friseursalon. Okay, miau. Ah, und hier sieht man die Preise, die die haben. Brauchen wir natürlich jetzt noch nicht.
Brennstoff. Ja, 500, sagen wir mal 100 vielleicht. Sagen wir einfach mal 100. Und dann schauen wir auch einmal da rein. Okay, hier sieht man, das komplette Brennstoff wurde hier schon abgezogen, weil es ja da drin liegt. Okay. Ja, ist vielleicht 100 doch ein bisschen wenig. Okay. Sagen wir halt 400. Also können wir es auch hier getrockneter Tiermist einfüllen im Prinzip. Ja, werden wir später mal anschauen. Kann man das hier nach oben schieben? Ne, kann man nicht. Na, dann ist hier die erste Folge schon wieder rum. Dann haben wir doch schon ein bisschen was geschafft. Und nach wird es dann auch hier noch besser. Ich denke mal, wenn dann zumindest das Holzfällerlager fertig ist, bekommen wir dann auch laufend Holz. Das ist dann auch schon mal der erste große Schritt. Und hier, hier sieht man die Produktionsleistung an Wasser. Da schauen wir jetzt einmal noch mal kurz schnell hier rein. Okay, da sieht man, wie die Kurve so ein bisschen durchschwingt. Also wie es nicht mehr so ganz in den Keller geht. Alles klar, dann stoppe ich mal. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.